30 hinausgehen. Das heißt, es sind nur wenige Plätze. Das heißt, schreibt hier schnell drunter, damit ihr noch einen bekommt. Einfach irgendwas Kreatives. Das Turnier findet dann im Sommer statt. Das wird natürlich auch was zu gewinnen geben. Ist ja klar. Was genau, das wissen wir noch nicht. Aber sei gesagt, dass es kann schon heftig sein wird. Ja. Also, Alter! Oh Mann, ey, das ist so eine Scheiß-Challenge. Ihr werdet damit euren Spaß haben. Auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird wieder irgendein Preisgeld geben. Richtig, Preisgeld vielleicht auch machen wir einfach so Gewinne, also was Technisches vielleicht, so ein kleines Geschenkchen für den Gewinner, so erster, zweiter, dritter Platz. Wie das ganz genau aussieht, da machen wir dann nochmal ein Video zu, oder wir sagen es jetzt, dann müssen wir nichts mehr machen, dann müssen wir einfach nur noch warten, bis die Werbungen eingehen. Seidet ihr davon? Ja. Ja, wir müssen erstmal noch ein bisschen planen, also ihr könnt es dann denke ich mal, entweder wir machen ein Infovideo oder wir machen das auf unserer Internetseite. Richtig, also ich sag mal jetzt schon, ich werde am besten ein Infovideo machen, wo dann die wichtigsten Informationen drinstehen. Also es wird wirklich zeitgleich mit dieser Aufnahme hier erscheinen. Ja. Also ich würde sagen, das machen wir dann nachher, oder? Ja. Gute Idee. Ja, also, Genau. Ah, Junge. Alles andere willst du da gar nichts zu sagen? Ich halte mich da lieber mal raus. Wieso? Weil ich der Endboss bin. Mann. Ich bin nämlich der Endboss. Und deswegen möchte ich dazu nichts sagen. Gut. Ja. Also wie gesagt, im Infovideo werdet ihr dann alle Informationen erhalten, von wegen, wie das Turnier ablaufen wird. Ja. Und wie die Gewinne dann aussehen, ähnliches. Und wann natürlich die Bewerbungsfrist endet. Ganz genau. Und jetzt, Alter, das ist doch so eine Drecks-Challenge, Mann. Boah, ohne Witz, ey. Ich bin auch gerade echt ein bisschen sehr unkonzentriert. Ja. Ich mach die hier alle nur so ein bisschen halbherzig, die ganzen Sprünge. Ich weiß auch nicht, warum. Warum bin ich jetzt runtergefallen, verdammte Scheiße? Wegen der Sicherheit. Also der Anfang hier ist noch am schwersten, oder? Ich war über dir. Das ist natürlich ärgerlich, schon mal eine ganze Ehrenrunde umsonst gerät. Ja. Ich weiß einfach noch nicht so richtig, wann man, also wenn man mit ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht auf einer Leiter, wann man wirklich von der Leiter richtig geil abspringt, wie von einem Block, und wann man da richtig runterslidet. Das habe ich noch nicht gecheckt. Ja. Das ist nicht so einfach. Liegt das daran, wie weit man auf der Leiter drauf ist oder man Shift hält oder so eine Scheiße? Naja. Ich kriege gar nichts mehr hin, ey. Oh Mann, ey. Die Sprünge sind einfach alle irgendwie. Es nervt mich einfach, dass die Sprünge alle nicht schwierig sind, so einzeln, sondern. Also, dass es kein Checkpoint gibt, das macht einen echt nervös wie sonst so. Gerade in den späteren Sprüngen. Ey, warum kriege ich das denn jetzt hier gerade nicht hin? Hallo? Krieg ich denn gerade so eine Probleme hier bei so einem Dulli-Sprung? Problemkind bist. Ja, ich bin gerade echt ein bisschen das Problemkind. Ja, das bist du aber nicht gerade, das bist du schon seit langem. Seit langem oder seit langes? Wir erinnern uns ja alle an die Zeit des Langes. Geschichtsstunde von Wayne, juhu. Erzähl uns mehr, wer war Langes? Ja. Das kommt garantiert im Best-of. Peter Langes war ein Mathematiker und Physiker. Oha. Und Hobbybiologe. Der errechnet hat. Die Biologie keine richtige Wissenschaft und ist dabei deswegen nur als Hobby vertretbar. Richtig. Und wir kennen alle durch seinen Leitsatz. Na, wisst ihr ihn? Kennt ihr ihn? Nee.
Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Ich frage euch aber. Nee. Wer kennt seinen Leitsatz? Sein Leitsatz! Leitsatz! Nee. So, du hast genug Zeit gehabt, dir einen auszudenken. Jetzt sag den Leitsatz bitte. Alle Schwuchteln sind Homos, hat er ja damals gesagt. Das wisst ihr doch noch, oder? Das kennt man noch, wo er da auf diesem Balkon gestanden und hat das und das gesagt hat. Auf welchem Balkon denn? Ja, auf diesem berühmten da. War das nicht in Venezia? Nee, das war Goethe-Ecke-Schillerstraße. Wie geht dieser Sprung? Ja, und seitdem wurden ja diese Jahre, also von 1720 bis 1735, die Langeszeit genannt. Ne? Weil dieser Satz halt wirklich das Leben geprägt hat. Ich wusste gar nicht, dass es damals schon das Wort Schwuchtel gab. Ja, er hat das halt etabliert. Geil. Wenn es erstmal. Ey, jetzt konzentriert sich. Was? Ja, wenn du so ein Wort natürlich so einen Balkon runterbrüllst, dann wird das natürlich bekannt, ne? Ja, das ja. War schon immer so in der Geschichte. Das geht natürlich an den Leuten nicht vorbei. So, jetzt konzentriere ich mich. Ich habe mich gerade nämlich richtig hingesetzt. Jetzt nehmt euch in Acht. Ey, ich krieg diesen Sprung hier nicht hin. Ich krieg den echt nicht hin, wirklich null. Er ist nicht machbar, du dummes Stück Scheiße. Ja, und ich check nicht mal warum, ey. Nee, du machst das jetzt hier nochmal, du blöde Sau. Ja, ist ja gut. Ihr wisst doch, dass man so sagt, dass Marie, wie heißt sie nochmal? Marie Antoinette auf diesem Balkon gesagt haben soll, dass die Bürger dann halt Kuchen essen sollen, oder? Nein. Das wisst ihr doch sicher, während der Französischen Revolution. Ich halte nichts von Französische. Wusstet ihr, dass sie das gar nicht gesagt hat? Tatsächlich sagte sie nämlich, die sollen ihre Schuhe essen. Ach so, dann gibt das natürlich auch ganz anderen Sinn. Schuhe klingt nämlich wie Kuchen. Richtig. Ja, und das. Denn Schuhe haben die Leute natürlich, deshalb war die auch gar nicht so eine scheiß Fotze, wie man alle denken. Ja, aber wir können da richtig was lernen. Wir machen demnächst auch noch einen Geschichtskanal. Ja. Größten Geschichtslügen. Enthüllt. So nennen wir das Format. Enthüllt. Entpult. Wie wär's mit entpult? Wir schälen die Wahrheit heraus. Ey! Mit unserem investigativen Journalismus schälen wir den wahren Kern heraus. Stellt euch das vor wie so eine frische Eispackung, die ihr euch gekauft habt, und da geht jetzt einer mit so einem Eismatscher rein, ja, und kratzt da richtig schöne Kugel raus. Aber nicht so eine, wo nur Eis dran ist, sondern richtig mit Schokostücken. Richtig Information. Was? So hat mein Vergleich. Hä? Das ist ein scheiß Vergleich, Junge. Kann man hier nicht irgendwo cutten, Mann? Diese Challenge kotzt mich an. Mich kotzt dieser Sprung, ja, genau der kotzt mich an. Hey. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Alessandro. Hättest Nein. du nicht reingebrüllt, hätte ich den gemacht. Hättest du nicht gemacht. Gemacht? Ich glaube, ich muss mit meinem afrikanischen Siegesgetöse, muss ich einmal wieder mal die Gemüter anfachen, um es zu schaffen. Mach das mal. Okay. Achso, Alessandro macht bald übrigens einen Sprachchannel auf, wo ihr ganz einfach Afrikaans, Nahuatl und andere exotische Sprachen aus dem afrikanischen Raum lernen könnt. Das ist richtig. Ganz einfach. Wirklich. Denn zu 67% bin ich Afrikaner, das wissen die meisten nicht. Was heißt das? Das heißt denn 67%? Ja, 67% eben, ne? Wer ist denn dann alles afrikanisch aus seinem Stammbaum? Das kann man gar nicht so genau sagen. Seine zwei Väter sind halt Afrikaner und seine Mutter ist halt Deutsch. Oh Mann, ey, ich scheiße gleich. Geil. Ja, und so ist seine Mutter halt jetzt auch tot, ne? Das hat sie halt nicht überlebt. Ja, die zwei N-Schwänze. Die Geburt eines Elefanten, würde ich dazu sagen. Alter Mobbelgott, lass es doch mal. Junge, ey, der Sprung.
Machst es nochmal, du machst es Oh, nochmal. warum denn, Junge? Die Ja. Challenge ist doch schon scheiße.